Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, herzlich willkommen zum Webinar der Fürstlich-Castellschen Bank zum Ausblick auf das Jahr 2023. Meine Damen und Herren, mein Vorstandskollege Christian Hille und meine Person Thomas Rosenfeld dürfen Sie ganz herzlich begrüßen. In diesem Format, jetzt gar nicht unbedingt Covid-bedingt, sondern weil wir glauben, dass das auf dem Weg einfach die größte Reichweite hat und wir das aus logistischen Gründen Sie so am besten auf diesen Ausblick und zu diesem Termin einladen können. Ich sage gleich, was wir heute mit Ihnen vorhaben, was Sie erwarten dürfen. Davor noch ganz kurz einige organisatorische Anmerkungen. Sie dürfen Fragen stellen. Sie haben wahrscheinlich rechts in Ihrem Fenster ein kleines Bedienfeld mit der Überschrift Chat. Dort können Sie einfach ganz unkonventionell, wenn Sie Fragen haben, anonymisiert selbstverständlich, Ihre Fragen stellen. Entweder greifen wir die direkt im Verlauf noch auf oder werden Sie dann im Anschluss entsprechend beantworten. Im Anschluss können Sie auch gerne die heutige Präsentation und die Aufzeichnung erhalten, wenn Sie uns bei dem dritten Punkt, bei dem sogenannten Easy Feedback im Anschluss dann Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, dann lassen wir Ihnen die Präsentation gerne zukommen. Dazu aber später am Ende nochmal mehr. Ja, was dürfen Sie heute von uns erwarten? Wir werden das Ganze sehr interaktiv gestalten. Es ist für uns auch ein Format, wo wir gesagt haben, wir wollen das einfach mal ausprobieren. Wir werden zuerst einen Rückblick in das Jahr 2022 machen, werden dort aber im Wesentlichen versuchen, die Erkenntnisse aus diesem, ja, man kann sicherlich sagen, Ausnahmejahr an den Kapitalmärkten herauszuarbeiten, um dann daraus Ableitungen und Erkenntnisse umzusetzen, die dann unseren Blick in Richtung 2023 beeinflussen. Da werden wir kurz innehalten bei dem Thema Resilienz, wie das vor allen Dingen dann auch auf Unternehmen wirkt. Und nach dem Ausblick 23, der dann selbstverständlich folgt, gibt es noch ein Special. Was Sie heute nicht erwarten dürfen, ist der berühmte Blick in die Glaskugel. Wir werden also keine Kursprognosen zum Jahresende 23 kommunizieren, sondern werden uns in erster Linie auf die Sicht als Investor konzentrieren. Und was macht das Jahr 23 mit Ihnen, mit uns als Investor und wie sollten wir uns darauf einstellen? Das angekündigte Special beinhaltet dann den sogenannten Compounding-Effekt, wenn Sie das schon mal googeln wollen, aber dazu dann auch später mehr. So, lieber Christian, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Rückblick in das Jahr 2022 und wahrscheinlich interessiert die meisten Zuhörer zuallererst mal, wer waren denn eigentlich die Gewinner und Verlierer des Jahres 2022. Ja, danke, Thomas. Ich freue mich auch recht herzlich, Sie in diesem Format begrüßen zu dürfen und auf eine spannende, hoffentlich interessante Dreiviertelstunde bis Stunde. Gehen wir mal zurück in das Jahr 2022. Wie gesagt, hat ein sehr herausforderndes und auch, man kann fast sagen, Ausnahmejahr. Wer waren denn so die Gewinner und die Verlierer gewesen? Wenn man das auf die sozusagen weltweiten Aktienmärkte betrachtet, dann war erstaunlicherweise die Türkei, kaum jemand hätte es erwartet, der Gewinner mit 102%. Allerdings muss man da berücksichtigen, die Inflationsrate liegt in dem Land bei über 70% und auch die Zinsen sind extrem hoch, sodass man das ja kaum realisieren kann auch als Performance. Aber nichtsdestotrotz war das der erfolgreichste Markt, hätte man wahrscheinlich von vornherein nicht gedacht. Wer war der schlechteste Markt oder die schlechtesten? Erstaunlicherweise China mit minus 17%, Taiwan minus 26% und auch Russland, wie wir wissen, minus 48%.
Aber, und das ist sicherlich für viele verwunderlich, eine Anleihe, die von Österreich begeben wurde, hat minus 55% verloren. Das ist allerdings eine 100-jährige Anleihe, also das Thema Duration oder Zinsen, da kommen wir ja nochmal drauf. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist so in den Einzelaktien passiert. Man sieht das ziemlich repräsentativ bei dem DAX. Wir haben ja mal die besten und schlechtesten Performer aufgeführt. Das ist zum einen eine Beiersdorf und eine Münchner Rück, aber auch, und das hätte man sicherlich auch nicht gedacht, eine RWE. Und das wissen wir, ist alle bedingt auch durch die Energiekrise. Und auf der Verliererseite eine Zalando oder eine Vonovia, die sicherlich in den Jahren davor extreme Gewinne ausgewiesen hatten. Vielleicht noch ein ganz letzter Punkt zum Thema, was außerhalb der Aktien- und Rentenmärkte passiert ist. Der Dollar hatte eine extrem starke Entwicklung, im Laufe des Jahres sogar plus 15% gegenüber dem Euro, Ende des Jahres wieder ein bisschen zurückgekommen bei plus 6. Und was aber sehr verwundert, ist das Thema Gold, wo viele vielleicht gedacht hatten, gerade beim Inflationsumfeld, dass es performt, hat es nicht getan und eigentlich nur mit 0% performt. Christian, würdest du diese Spreizung, die du jetzt gerade bei Aktien gezeigt hast, dann auch als Ausnahmejahr bezeichnen? Weil das deutet ja ganz stark darauf hin, die letzte Dekade kann man ja fast sagen, konnte man eher besser Indizes kaufen und konnte dann schön die gute Aktienmarktperformance mitnehmen. Das heißt, neben dem Thema war dann halt auch sehr stark Einzeltitelselektion wahrscheinlich gefragt, um entsprechend Performance zu generieren im abgelaufenen Jahr. Ja, absolut, Thomas. Ich würde sogar sagen, dass wir jetzt in so eine neue Ära eingehen. Man hat das im letzten Jahr schon so ein bisschen gesehen. War sicherlich, wie gesagt, extrem, aber die letzten Jahre war dieses Thema Beta gewesen, also ich gehe in den Index, oder das Thema Technologie. Letztes Jahr gab es eine extreme Dispersion, auch Sektorumkehr, und genau das war das, was halt, sagen wir mal, Anleger weltweit, und es ist egal, ob das jetzt Retail-Anleger, Vermögende oder Institutionelle waren, vor extreme Herausforderungen gestellt hat, ja. Gut, jetzt haben wir die Aktien gesehen. Du hast die 100-jährige Österreich-Anleihe angesprochen. Was haben denn die Anleihen in 2022 gemacht? Ja, also zum einen ist erstmal zu konstatieren, dass wir, sagen wir mal, die Ära der negativen Anleiherenditen zu Ende ist, ne? Wir haben eine Rieseninflation gesehen, die dann sprungartig angestiegen ist. Die Zentralbanken haben agiert, und wenn wir jetzt hier mal, haben wir dargestellt auf der Grafik, das Marktvolumen globaler Anleihen mit negativer Rendite. Und das ist von 2014 bis 2020, 21 auf 18 Billionen US-Dollar gestiegen, also eine fast unvorstellbare Summe. Und dann innerhalb von kürzester Zeit, also 12 bis 18 Monaten, sozusagen wieder auf Null zurückgekehrt. Das heißt, der Zins ist zurück, und die Ära der negativen Anleiherenditen vorbei. Das ist sicherlich das, ja, das Maßgeblichste, was auch zu einer fundamentalen Änderung der Asset-Allokation sicherlich führt. Gut, jetzt ist natürlich das eine, was von vielen wahrgenommen wird, das Besondere des Jahres 2022 jetzt diese extrem negative Kursentwicklung. Aber jetzt wieder aus Sicht des professionellen Portfolio-Managers, was war für dich? Und ich meine, du hast ja auch schon ein paar Jahre, sieht man dir natürlich nicht an, aber du hast ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und hast schon viel gesehen an den Märkten. Aber was war denn aus deiner Sicht wirklich das Besondere an diesem Jahr 2022? Ja, also in der Tat habe ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel, und so ein Jahr wie dieses Jahr habe ich noch nicht erlebt. Wir haben ja oft darüber gesprochen, so ist die, gibt es noch Diversifikation und wann ist die Zinswende? Und was im Jahr 2022 wirklich außerordentlich war, und sowas hatten wir die letzten, ich sage jetzt mal, 60 bis 100 Jahre nicht gehabt, dass nicht nur Anleihen verloren haben und Aktien verloren haben. Und by the way, ist es so, dass Aktien jetzt mal, das sieht man hier auf der Grafik links, gar nicht, also im Vergleich zu anderen Krisenjahren, wenn man mal 2008 gucken oder auch 2021, sogar weniger verloren haben, also nicht wenig, aber weniger. Das war gar nicht so das Besondere, sondern dass sowohl Aktien als auch Renten verloren haben. Also auf der linken Grafik sehen wir hier dargestellt die jährlichen maximalen Wertverluste.
sozusagen vom Hoch zum Tief. Und da sieht man, ne, im Aktienmarkt ist das so roundabout im Durchschnitt minus 14 an Rollercoaster, den man so durchleben muss als Aktieninvestor, als reiner Aktieninvestor. Der größte Verlust im S&P 500, der hier dargestellt ist, war mal minus 50, letztes Jahr minus 24. Und selbst deutsche Bundesanleihen haben minus 12% verloren. Und diese gleichzeitige sozusagen Verluste und damit Nicht-Diversifikation in gemischten Portfolien, das war die größte Herausforderung. Gut, du hast ja schon das Stichwort die neue Ära des Investierens angesprochen. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber gab es denn eine Strategie oder eine Art des Anlegens, mit der man in 22 besser durchgekommen ist wie andere Strategien? Also gab es irgendetwas, was ein bisschen herausgestochen hat? Da hast du, glaube ich, auch was rausgesucht. Genau, das ist ganz interessant und das geht ein bisschen auch zurück auf eine Strategie, die wir zufällig mal bei meinem vorigen Arbeitgeber auch in dem Fall eher zufällig vor der globalen Finanzkrise in 2007, 2008 aufgelegt haben. Das ist eine sogenannte sozusagen Reihenphasenstrategie, kann man vergleichen wie mit einem Sparplan oder so ein stufenweises Investieren. Und wir haben das nur mal repräsentativ dargestellt, also exemplarisch. Wenn Sie letztes Jahr, sag ich mal, so reingefasst hätten in den Markt, das ist ja immer ganz gut in unsicheren Zeiten, man weiß nicht, ob es hoch oder runter geht, dann sagt man, ich setze nicht alles auf eine Karte, sondern mache das so schrittweise. Das sieht man hier grau hinterlegt, mal ganz einfach für 100 Euro monatlich. Und dann sieht man in der grünen sozusagen Performance-Linie, dass man bis zum Ende des Jahres nur einen Verlust durch dieses schrittweise Investieren von 6,2% gehabt hat. Also man ist so in diesen Markt reingefasst, während man mit einer Einmalanlage bei minus 13,8 gewesen wäre in ein, so, sage ich mal, ein durchschnittlich gemischtes Portfolio, also 50-60% Aktienquote. Und das ist sicherlich ein signifikanter Unterschied, ja. Also das ist schon eine erstaunliche Zahl. Also ich kenne diese, also klar, wir alle kennen diese schrittweise Anlegen natürlich aus vielerlei Vergleichen und häufig zeigt sich ja der Effekt dann erst auf der langen Wegstrecke, aber dass das in einem Jahr so eklatant besser läuft als die Einmalanlage, ist natürlich auch sicherlich etwas, was diesem Ausnahmejahr dann zuzuschreiben ist. Aber gut, dann glaube ich, wäre es ganz gut, wenn wir dieses Jahr 22, das sind ja jetzt so die wesentlichen Erkenntnisse, die ihr dort herausgestellt habt, vielleicht in den historischen Kontext nochmal einordnen, um eben dann daraus diese, wie gesagt, schon angesprochene neue Ära des Investierens abzuleiten. Man bezeichnet ja die Jahre 1980 bis 2007 als die Zeit der großen Moderation. Das kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen erklären oder zeigen, was das konkret auch an den Kapitalmärkten damit auf sich hat. Und von den hier genannten Punkten ist wahrscheinlich das Stichwort Globalisierung das, was die meisten von uns damit auch verbinden, mit den dann daraus sich ergebenden Konsequenzen auf der Kapital- und Anlageseite. Dann nach der Finanzmarktkrise 2007 folgte dann die monetäre Expansion, die ihre Folgewirkungen beim Zins, wie wir eben eindrücklich gesehen haben, an dem Anleihechart dann vor allen Dingen ihren Hauptpunkt hatte, also das Thema Negativzinsen. Und ja, mit dem letzten Jahr ist eben diese Ära je zu Ende gegangen. Der Zins ist zurück und diese neue Ära des Investierens wird offensichtlich jetzt die nächste Phase damit wird die nächste Phase eingeläutet. Aber schauen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf diese große Moderation als Beginn und wie dann sich sozusagen die Kurse sowohl an Aktien als auch Rentenmärkten entwickelt haben. Ich glaube, das ist für viele auch nochmal ganz eindrücklich, das zu sehen. Ja, also das ist, sage ich mal, immer wichtig und das sollte man auch machen. Du hast es super beschrieben, dass man einfach mal einen Schritt zurücksetzt, sich das ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet und auch im historischen Kontext. Ne? Es gibt ja so ein englisches Sprichwort, Geschichte sozusagen reimt sich und wiederholt sich nicht. Also es wiederholt sich, aber es reimt sich. Und es wird sich nicht wiederholen, aber es ist gut, in den historischen Kontext zu setzen. Und wir sehen das vielleicht auf dem nächsten Slide mal anhand von, sagen wir mal, zwei längeren Kapitalmarktlinien. Das eine ist sozusagen die 10-jährigen Staatsanleihen und das andere ist einfach mal der globale
Aktienmarkt über lange Zeiten. Und fangen wir mal vielleicht mit der Rentenseite an. Diese Zeit der großen Moderation, die beginnt ja so 1980, wo die Zinsen sage und schreibe bei, also die US-Zinsen bei 15% waren. Ich kann mich selber erinnern, 1990 so, also da waren wir immer noch bei fast an die 10%. Da habe ich selber meine Anleihe gekauft, beziehungsweise meine erste. Da war ich gerade so 18, 19, 20 Jahre gewesen. So, und das, da hatten wir extrem hohe Zinsen. Hast du gleich nach dem Kindergarten die erste Aktie schon gekauft? Naja, das war erst eine Bundesanleihe und dann ein türkischer Bond gewesen, aber das führt jetzt zu weit. durchaus ganz interessant. Kommen wir zurück zum Thema. Der Punkt ist, dass wir jetzt 40 Jahre im Prinzip fallende Zinsen gehabt haben. Das führt natürlich dazu, dass insbesondere auch Anleihe- oder Fixed-Income-Investoren hier extreme Performance ausweisen konnten. Das war sicherlich ein besonderer Zeitraum, der jetzt so erstmal nicht so schnell wiederkommt. Ja, wir hatten niedrige Volatilität, stabiles Wachstum. Natürlich sind wir durch Krisen gegangen, ne? Dotcom-Blase, Weltfinanzkrise, aber wir hatten durch diese Globalisierung ist die Inflation runtergekommen, niedrigere, sagen wir mal, Produktionskosten. Das hat der und mehr Konsumenten, die Zugang, sage ich mal, zu Waren hatten, niedrige Inflation, niedrige Zinsen. So, und das ist jetzt, sage ich mal, je zu Ende gegangen. Wenn man das nochmal runterbricht, also die monetäre Expansion, die war ja dann nochmal zwischen 2007 bis 2021 und das sieht man ganz schön auf der Aktienseite oder an dem Aktienchart, weil wir nach der Finanzkrise sicherlich eine extreme Bewegung auch an den Aktienmärkten hatten. Und dann hatten wir so eine kurze Übergangsphase. Also ich hätte jetzt persönlich eigentlich gedacht, dass wir jetzt so 2019, 2020 schon, sage ich mal, so übergehen in so eine normalere Welt wieder. Das hat nicht stattgefunden. Wir hatten die Covid-Krise, wie wir alle wissen. Und danach, ich sage mal, einen V-Markt, den wahrscheinlich kein Investor so überhaupt mal erlebt hat, wo wir auch überproportional eigentlich nochmal nach oben gegangen sind. Und das ist ja auch, wenn ich dich da nochmal unterbrechen darf, auch etwas, wenn ich mich zurückerinnere, und das ist ja jetzt noch nicht so lange her, 2020, als Covid dann losgegangen ist und dieser Einbruch war, wurden ja sofort die Szenarien gemacht, was ist jetzt die wahrscheinliche Reaktion des Marktes. Und ich kann mich noch gut an diese Diskussion erinnern, ist das überhaupt denkbar vorstellbar, dass diese V-Form dann tatsächlich eintritt, und jetzt sehen wir halt in der historischen Kontextbetrachtung, dass das doch genauso eingetreten ist. Und das ist ja immer das Frappierende. Ja. Man fragt sich ja immer von heute aus, was passiert jetzt morgen? Auch heute, denke ich, die Mehrzahl unserer Zuhörer ist das sicherlich die Kernfrage. Aber das versuchen wir eben jetzt mit den Ausführungen, die wir heute hier machen, eben in diesen Kontext zu stellen. Und das ist ganz wichtig dann für die Entscheidung, guter Punkt, für die Entscheidungen. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt, weil viele haben, wenn man mal zurückdenkt, während der Covid-Krise nie gedacht, dass wir überhaupt wieder auf diese Wachstumsniveaus zurückkommen. Ja? Und von daher, also sind wir da gesegnet, dass wir in dem Umfeld sind, und auch in dem Kontext sollte man 2022 einfach mal in der langfristigen Perspektive sehen. Gut, langfristig, und dann würde ich gerne überleiten auf unser nächstes Thema. Also vielen Dank nochmal für diese Einordnung. Weil wir haben uns jetzt im Vorfeld auch für dieses Webinar und natürlich auch mit Blick auf das Jahr 2023 gefragt, was werden eigentlich die wesentlichen Attribute sein, die einerseits für Anleger, aber vor allen Dingen ja auch für die Unternehmen von großer Bedeutung und Relevanz sind. Und wir sind dann eigentlich beide unabhängig voneinander auf das Thema Resilienz irgendwie gestoßen und haben dann gesagt, ja, wahrscheinlich ist das ein Begriff, der ist ja schon länger als Modewort oder Thema in der Diskussion, etwas, was gerade für 2023 eine ganz große Bedeutung hat. Vielleicht blenden wir den Chart mal ein, was sozusagen die Resilienzattribute sind, die wir hier mal rausgesucht haben, weil man kennt das Wort natürlich zuallererst aus dem Naturbereich, Umfeld. Dann ist es natürlich jetzt klar vielfach mit dem menschlichen Verhalten und der Psychotherapie in Verbindung gebracht und erforscht. Aber mehr und mehr setzt sich auch die Erkenntnis durch, dass Resilienz eben auch eine große Bedeutung für Unternehmen hat, für Unternehmenskulturen, weil die werden am Ende von Menschen geprägt, und insofern ist da die Verbindung wieder zur Resilienz. Und was wir jetzt mit Ihnen machen möchten,
möchten, ist mal sich anzuschauen, welche dieser Attribute in dem Wort Resilienz, also die Flexibilität, die Anpassungsfähigkeit, die Lösungsorientierung etc., so wie die Begriffe hier stehen, bis zur Beharrlichkeit, sind denn die Attribute, die vielleicht gerade in der Unternehmensperspektive von Relevanz sind. Aber auch da, glaube ich, wirst du anders einsteigen, oder? Ja, wir haben uns mal einfach angeguckt, auch so ein bisschen Beispiele aus der Natur, ne? Also Natur ist ja oft ein gutes Vorbild, auch gerade wenn es um Langfristigkeit geht, gibt einem nochmal eine andere Perspektive. Und es gibt eigentlich zwei richtig gute Beispiele. Ich fange mal mit der sozusagen Schildkröte an, die ja seit mehr als 200 bis 300 Millionen Jahren hier auf der Erde lebt. Und wenn man mal das vergleicht, ist es wirklich frappierend. Die menschliche Spezies existiert ungefähr so seit 2,5 Millionen Jahren. Also das ist 1% der Zeit nur, ne? Das heißt, die lebt 100-mal länger. Im Übrigen wird die Schildkröte so im Durchschnitt auch 70 bis 100 Jahre alt. Was hat die denn für Eigenschaften? Sie ist, sage ich mal, beharrlich auf jeden Fall. Sie ist anpassungsfähig. Sie ist auch, kann im Wasser und zu Lande sich bewegen, hat im Übrigen auch bessere Augen und Ohren als so der Mensch und hat es wirklich geschafft, hier langfristig zu überleben. Das andere Beispiel ist das Krokodil und auch das überlebte Dinosaurier und alle Natur- und Klimaveränderungen. Ne? Also auch vor dem Hintergrund von Klimaveränderungen ist es sicherlich mal ganz interessant zu analysieren. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ein Zitat von Charles Darwin, der ja oft missverstanden wird, weil viele sagen, der Stärkste setzt sich durch. Und der hat aber gesagt, in Wirklichkeit nicht die stärkste Spezies überlebt, sondern die anpassungsfähigste an Veränderungen. Und da sind wir wieder bei einer Eigenschaft oder einer wesentlichen Eigenschaft der Resilienz. Und ich glaube, das ist genau dieses Thema, was uns auch beschäftigt im langfristigen Kontext. Ja gut, Resilienz wird ja von vielen auch häufig mit dem Thema, ja, ich bin gegen etwas immun und eher so diese Teflon-Beschichtung ein Stück weit fehlinterpretiert. Und ich habe irgendwo mal gelesen, was ich für mich sozusagen als Bild mitgenommen habe. Resilienz ist für mich immer ein Begriff, den ich mit dem Schwamm verbinde. Also der Schwamm wird unter Druck, wenn ich ihn zusammenknautsche, kleiner und der Körper, der vorher da war, wird zusammengezogen. Aber wenn ich ihn loslasse, wenn der Druck sozusagen weg ist, kommt er in seine Ursprungsform zurück. Und dieses Aushalten dieses Druckes dann von außen, was auch immer der Druck ist, das ist am Ende des Tages, und wenn ich dann in meine Ursprungsform oder vielleicht auch in eine veränderte Form zurückkehre, das ist am Ende dann diese Widerstandsfähigkeit oder Resilienz. Aber schauen wir uns das vielleicht mal mit Blick auf Unternehmen an, und wir sind ja selbst in einem Unternehmen tätig, was man durchaus als resilient bezeichnen kann. Ja, in der Tat, gegründet 1774, also doch schon fast 250 Jahre unterwegs. Aber gucken wir mal so weltweit, was waren denn die Unternehmen, die am längsten existieren? Und da gibt es zwei, ich greife mal eins heraus, das ist ein japanisches Papierunternehmen, Genda-Shi Gyo. Ich bin jetzt kein Japaner-Experte, obwohl ich mal für die japanische Bank gearbeitet habe in der Vergangenheit. Also entschuldigen Sie die Aussprache, aber es ist ein japanisches Papierproduktionsunternehmen, also ein erstaunlicherweise triviales Geschäftsmodell. Und was noch dazu kommt, die haben die längste Vertriebshistorie für Papier weltweit, obwohl die Erfindung eigentlich auf China zurückging. Also das ist mal ein Beispiel für ein vermeintlich langweiliges Geschäftsmodell, aber eins, was mit Stringenz und sicherlich auch Anpassungsfähigkeit, was, sag ich mal, Kundenanforderungen angeht, einhergeht. Und es ist erstaunlich, dass sowas so lange existieren kann. Es gibt sicherlich noch zahlreiche andere. Die meisten denken sicherlich auch im Sinne von Anpassungsfähigkeit. Nehmen wir mal Apple, Microsoft, wenn man das vergleicht mit einer Nokia, die sozusagen das Gegenbeispiel sind. Jeder hat sicherlich mal ein Nokia-Handy in den Anfangszeiten gehabt und erinnert sich kaum mehr dran, die, sage ich mal, bestimmte langfristige Veränderungen oder Trends dann oder Regimewechsel nicht mitverfolgt haben und damit vom Markt de facto verschwunden sind.
Und das bringt mich noch zum letzten Punkt, der wirklich ganz interessant ist. Und das sollte man auch immer wieder, ne, vor all den Themen und Trends, die uns so tagtäglich beschäftigen, reflektieren. Wenn man in den US-Markt guckt, der größte Kapitalmarkt ist, dann ist es so, dass 66, nur 66% der Unternehmen länger als 2 Jahre existieren und lediglich die Hälfte hält sich mehr als 5 Jahre im Geschäft. Das ist eine erstaunliche Zahl, wirklich, muss man sagen. Und noch extremer wird es bei der ganz langfristigen Performance. Da sprechen wir jetzt über 30, 50, 70 Jahre. Da gab es eine, sag mal, sehr interessante Studie, die das mal festgestellt hat, dass 1% der Unternehmen für 99% der langfristigen Wertentwicklung der Aktienmärkte stehen. Also, und genau das sollte man sich mal angucken. Und wir haben hier ein Beispiel mal oder zwei Beispiele rausgegriffen. Gut, du hast ja jetzt inhärent auch so zwei sehr bekannte Investmentstile angesprochen. Da würde ich gerne gleich mit dir dann nochmal dazu sprechen. Aber du hast eben auch die Tech-Aktien oder die berühmten Fang-Aktien zumindest auszugsweise gerade erwähnt. Und das waren ja, kann man ja schon sagen, durchaus sowohl im Einzeltitelbereich als auch in vielen Indizes oder vor allen Dingen dann auch in entsprechenden Fondskonstrukten die Treiber in der letzten Dekade, was Aktienkursentwicklung anbelangt. Jetzt stellen sich ja viele auch wieder die Frage, neue Ära des Investierens, bleiben die alten Favoriten auch die neuen? Also wird weiter die Tech-Aktie, ob sie jetzt Apple oder Google oder Alphabet natürlich viel mehr oder wie auch immer heißt, dann weiterhin ins Portfolio gehören oder wechseln in dieser Ära des neuen Investierens dann auch diese Favoriten? Wie habt ihr das abgeleitet? Ja, also gute Frage und das ist ja, das beschäftigt einen immer so, ne? Diese, sag ich mal, was sind die Trends, die jetzt Märkte bewegen? Märkte sind auch teilweise, also ohne das jetzt irgendwie abzuwerten, irrational in beide Richtungen, dass auch mal Trends überzeichnet werden. Wenn man nochmal, bevor ich das beantworte, ein Stück zurücknimmt und sich so die Geschichte der Innovationszyklen anguckt, dann fällt eines auf, dass, also wir sind, ne, von der vom Eisen, Textilien, Wasserkraft, also die erste Welle bis zur sozusagen sechsten Welle, alles mal dargestellt. Ich will da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber was auffällt, ist, dass diese Zyklen immer kürzer werden. Ne? Und das ist das, was ich so mit diesen exponentiellen Veränderungen immer bezeichne. Das ist schwer zu greifen, aber hier, ich glaube, an diesem Beispiel sieht man das sehr transparent und plastisch auch, dass diese Zyklen immer schneller werden. Und da muss man aufpassen, dass man sich nicht ja, verwirren lässt, zum einen, zum anderen halt auch sieht, dass man, sagen wir mal, die wesentlichen Trends identifiziert. Zu dem, was du gefragt hast, vielleicht zwei Punkte. Das eine ist, wenn man jetzt auf Software guckt, das verändert die Welt und es wird es auch weiter verändern. Auf der anderen Seite sind wir der Meinung, da kommen wir ja gleich noch zu, dass, sage ich mal, die Zeit der reinen Wachstumsaktien, und da gehören ja Tech-Aktien insbesondere dazu, zunächst erstmal vorbei ist. Das hat auch damit zu tun, dass die Zinsen oder der Zins zurück ist, also Zinsen wieder sozusagen weit über Null notieren und damit natürlich auch die Bewertung von diesen Tech-Aktien oder Wachstumsaktien anders ja, bewerkstelligt wird. So, was jetzt diese Trends angeht, sind natürlich drei hier zu nennen. Künstliche Intelligenz, da komme ich oder sag gleich nochmal einen kurzen Satz zu. Roboter, Drohnen, also Automatisierung und das Thema Klimatechnologie, was wir ja über Corona schon fast vergessen haben. Der Klimawandel geht auch ohne Krieg und alle anderen Sachen weiter. Und das ist ein Thema, was uns weiterhin beschäftigt und sicherlich auch in den nächsten Jahren ja, eine extreme Dynamik erlangen wird. Letzter Punkt noch zum Thema künstliche Intelligenz. Vielleicht haben zwar der ein oder andere von Ihnen mittlerweile hat das ja auch die sozusagen normalen Zeitschriften erreicht. Es gibt ein System, das nennt sich, oder ein künstliches Intelligenzsystem, ChatGPT von der Firma OpenAI, was jetzt Microsoft auch demnächst in ihrer Office Suite verwenden will. Wer damit mal rumexperimentiert hat, der sieht, was das für eine Dynamik ist.
erlangen kann und wie viele sozusagen Arbeitsplätze sich auch verändern werden. Ich will jetzt gar nicht sagen, die verschwinden alle, aber sie werden sich signifikant verändern. Das ist sicherlich ein wesentliches Gut, Thema. dann wäre ein potenzieller Favorit ja möglicherweise schon die Microsoft-Aktie. Dann hätten wir ja sogar doch Wir machen ja einen keine Einzeltitel. Genau, Einzelempfehlungen, genau, aber genau, genau, genau. in dem Zuge Insofern übrigens, würde ich das, man weiß nicht. Ja. bevor wir uns jetzt hier die falsche Richtung weiter diskutieren, das als schöne Überleitung jetzt auf den Ausblick 2023 nehmen. Bevor wir dann wieder zurück zu den Aktien kommen, fangen wir vielleicht mit den Anleihen an, weil ich glaube, was für die meisten Anleger, Investoren ja doch das wichtigste Kriterium ist und der Anlagegesichtspunkten ist eben das Thema, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, der Zins ist zurück. Gut, jetzt ist der Zins natürlich erstmal ein Begriff, der für sich steht, aber die Frage ist ja dann sofort, okay, was sind denn dann die Anleihen und die Opportunitäten auf der Zinsseite, in die ich investieren sollte, weil natürlich bleibt auch dort das Risiko auch von Kursveränderungen nach wie vor bestehen, sicherlich vielleicht jetzt nicht in dem Umfang, wie wir das in 22 erlebt haben, aber sollten die Notenbanken möglicherweise auch relativ schnell dann im Jahresverlauf dann doch auch mal wieder in die andere Richtung steuern, dann kann auch da die ein oder andere Überraschung natürlich wieder in den Kursen sich entsprechend widerspiegeln. Aber nehmen wir erstmal das Positive, der Zins ist zurück. Als Anleger freut mich das natürlich, weil vermeintlich habe ich ja jetzt erstmal wieder die Möglichkeit, relativ mit wenig Risiko einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften. Und was wären denn da die Opportunitäten, auf die ihr letztendlich auch in eurer Vermögensverwaltung dann setzen werdet in 23? Nee, absolut. Erstaunlich ist, wenn ich so ein, zwei Jahre zurückgucke, haben wir ja immer gesagt, vom risikolosen Zins zum zinslosen Risiko. Von daher ist dieser Umschwung, der ja so radikal kam, wie ihn keiner erwartet hatte, umso frappierender. Wenn wir uns mal angucken, welcher Zins ist denn zurück? Und du hast richtigerweise gesagt, es gibt ja nicht nur einen Zins, ne? Es gibt viele Anleihemärkte weltweit. Was wir immer aufgetragen sind, sind im Wesentlichen so die europäischen, weil da aus unserer Sicht sozusagen der Sweet Spot ist, die attraktivsten. Wir hatten ja letztes Jahr US-Anleihen präferiert, gerade mit kurzer Duration. Die sind jetzt, nachdem die Absicherungskosten aus dem Dollar wieder größer geworden sind, nicht mehr so attraktiv, also ganz rechts in der Grafik hier. Ja, was sticht heraus? Ich meine, Hochzinsanleihen mit 7,4%, das ist sicherlich super attraktiv. Allerdings muss man vorsichtig sein vor der wirtschaftlichen Entwicklung. Also wir sind da ein bisschen vorsichtiger, was so mal die erste Jahreshälfte angeht. Der wirkliche Sweet Spot ist eigentlich fast in den Staatsanleihen und in den Unternehmensanleihen, also den Investment Grade, sagen gerateten Anleihen, die so im Bereich zwischen 2,7 und 3,9% sind. Und da ist dann, wenn man tiefer geht, das wollen wir jetzt hier nicht machen, aber auch noch die Laufzeit, sage ich mal, Entscheidung eine sicherlich sehr entscheidende, weil wir momentan, sagen wir, eine besondere Situation haben, dass die Zinskurve invertiert ist. Das heißt, dass kurzläufendere Zinsen so bis 2, 3, 4 Jahre wesentlich höher notieren, als das langlaufende sind. Und da kann man auch entsprechende Strategien sich angucken. Das ist ja auch wieder eine Besonderheit, die letztendlich aus diesem Ausnahmejahr 22 sich dann entwickelt hat mit der sogenannten invertierten Zinsstruktur. Wie ist da jetzt so eure Erwartung, ohne das jetzt als Prognose bezeichnen zu wollen, wie sich da möglicherweise die Kurve im Jahresverlauf abflacht oder sogar auch wieder in die übliche Steilheit, wie man ja auch sagt, dann zurückkehrt? Wie ist da ja, so? Das ist eine entscheidende Frage. Das ist wahrscheinlich sogar die zentrale Frage. Das ist wahrscheinlich der größte, sag mal, Trade, der diskutiert wird so am Markt. Da haben wir eine relativ, sag mal, klare Meinung. Wir denken, dass, sag mal, der Zins, sozusagen Erhöhungszyklus noch ein Stück weitergeht. Wir sehen aber schon, dass die Inflation runterkommt. In den USA dreht sie, in Europa jetzt auch. Die Fed wird sicherlich noch ein, zwei sozusagen Zinserhöhungen machen, aber dann so langsam auslaufen lassen. Wir glauben jetzt nicht, dass sie sofort drehen, aber sozusagen im kurzen Ende, also was so, sagen wir mal, zweijährige Zinsen angeht, die werden dann eher mal wieder ein bisschen runterkommen. Und am langen Ende ist ja das Thema Rezession in 2023 schon ziemlich stark gespielt worden. Das ist der eigentliche Grund, wieso die Zinsen am langen Ende so extrem runtergekommen sind. Also wir haben eine noch
fast nie dagewesene Zinsdifferenz zwischen 2 und 10 oder 32 Jahren in Europa bis 100 Basispunkte, also 1% und in den USA so 60 Basispunkte. Das ist wirklich extrem und da erwarten wir eher, dass die wieder ein bisschen hochkommen. Das heißt, es wird eine Verflachung der Zinskurve, ist ein, sagen wir mal, wahrscheinliches Szenario. Aber das ist natürlich ein Trade, wie man so schön neudeutsch sagt, den der normale Privatanleger so natürlich fast kaum bis gar nicht spielen kann. Und wir sehen das ja jetzt auch aktuell bei den Neuemissionen. Da haben ja selbst wir als kleine Institution teilweise sogar ein Thema, wie schnell die Volumina, die Neuemissionen auch von den institutionellen Investoren abgesaugt werden. Das heißt, eigentlich hat der Privatanleger ja wirklich nur eine Chance, über Profis dann letztendlich hier diese Karte zu spielen und indem dann Marktinstrumente eingesetzt werden, die ich so als Privatanleger nicht unbedingt einsetzen kann. Ja, nee, absolut. Also das, also in dem Zuge ist eine professionelle Vermögensverwaltung. Wir wollen jetzt hier nicht nur Werbung machen, sondern eher über Inhalt sprechen. Aber ist sicherlich das gewählte Instrument. Und da gibt es entsprechende Instrumente, die wir auch nutzen, um solche, sag mal, Strategien umzusetzen. Ja. Gut. Okay, das ist sozusagen die Anleiheseite. Schauen wir aber auch natürlich nochmal auf die Aktienseite mit Blick auf 23. Jetzt hatten wir ja seit dem Tief im letzten Jahr, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, die letzten 3-4 Monate eigentlich vor allen Dingen den europäischen Aktienmarkt als den relevanten Player im Vergleich zu den USA. Erwartest du da eine Fortsetzung? Frage A und Frage B. Wie sind eigentlich die aktuellen Bewertungsniveaus dann bei Aktien und wie kann man daraus vielleicht auch ein Stück weit ableiten, wo die Kursentwicklung unter normalen Umständen, ausgenommen jetzt wieder externe Krisen, dann sich hinentwickeln kann? Also in der Tat hat Europa ja relativ gesehen sehr gut performt, ist auch jetzt, sagen wir, Anfang des Jahres weitergegangen. Das liegt sicherlich daran, dass Europa, sage ich mal, auch günstig war, liegt aber auch daran, dass Europa eine andere Marktstruktur hat, natürlich eine ganz andere als jetzt die USA, wo der Markt, selbst der S&P, durch viele, sage ich mal, Tech-Aktien letztendlich getrieben wurde. Wir sehen hier auf der linken Seite in der Grafik mal, wie die Bewertungsniveaus, also die grüne Linie ist die sozusagen Bewertungsniveau, der durchschnittliche Bewertungsniveau in den USA und das Bewertungsniveau in Europa ist ja gelb dargestellt, natürlich signifikant zurückgekommen sind. Also vom KGV jetzt oberhalb von 25, in manchen Bereichen sogar 30, 35, ungefähr wieder auf ein faires, sagen wir mal, durchschnittliches Bewertungsniveau, in Europa sogar sehr, sehr günstig und kommt jetzt so langsam zurück. Wir werden aber später nochmal sehen, ich glaube, dass jetzt so die nächsten 12 bis 24 Monate gar nicht so diese regionalen, sage ich mal, relativen Performance der ausschlaggebende Faktor ist, sondern vielmehr, wenn man ein Stück runterkommt. Also das geht dann auf die Selektionsebene, es geht dann auf die Stile, da kommen wir nachher nochmal so ein bisschen drauf, also was Growth und Value oder Wachstum und Value-Aktien angeht. Vielleicht aber nochmal ein Punkt, der wirklich auch im langfristigen Kontext wichtig ist und ich glaube, das wird oft übersehen, ist, wenn man sich mal anguckt, vielleicht können wir die Grafik noch einmal ganz kurz bekommen, auf der rechten Seite haben wir mal dargestellt, den Zusammenhang zwischen Aktienbewertungen und den nachfolgenden 10 Jahresrenditen. Also man sozusagen investiert in der Vergangenheit bei einem gewissen Bewertungsniveau, also sagen wir mal einem KGV von 18 oder 19 und guckt sich dann an, was ist in den folgenden 10 Jahren an Rendite erzielt worden und dann annualisiert man das entsprechend. Und das sieht man hier in der Grafik und da gibt es eine gute Korrelation. Jetzt ist oft Korrelation nicht gleich Kausalität, aber in dem Fall ist das schon ein ziemlich guter Zusammenhang. Und man sieht hier, dass bei den jetzigen Bewertungsniveaus global wir im 10-Jahres-Verlauf mal auf 10-Jahres-Renditen zwischen 5 bis 10% pro Jahr erwarten können. Und das ist doch ein durchaus sehr gutes und attraktives Niveau. Das ist jetzt nicht die, ich sage mal, 14% pro Jahr, die wir im S&P die letzten 10 Jahre hatten, aber
und das haben wir ja auch gesagt, wir kommen wieder runter auf ein normaleres Niveau, durchaus sehr attraktiv. Gut, aber das ist natürlich jetzt bezogen auf ein 100%iges Aktienportfolio. Genau. Und wie wir ja wissen, sind die Deutschen ja doch eher Anleiheninvestoren und haben ja dann durchaus mehr oder weniger relevante Beträge dann auch in Anleihen investiert. Deswegen sollte man jetzt nicht die 5 bis 10% unbedingt auf sein Portfolio so übertragen. Es sei denn, man hat ein 100%iges Aktienportfolio, dann mag das natürlich anders sein. Gut, aber du hast die Investmentstile angesprochen und auch das war ja doch die Ausprägung der letzten Dekade, der letzten 10 Jahre zwischen 2010, 2020, dass eigentlich die Wachstumsaktien Jahr für Jahr, und ich kann mich noch gut an die Jahre davor erinnern, da war es eigentlich immer so 1, 2, 3 Jahre ein Stil, dann wurde er wieder abgelöst durch den anderen, das war doch irgendwie immer so ein bisschen ein Wechsel, aber so einen langen Zeitraum, wo dann ein Stil doch dominiert hat, das war ja doch auch eigentlich besonders. Und so ein bisschen höre ich aus deinen Worten raus, dass du jetzt doch einen Wechsel siehst von den Wachstumsaktien, die ja in erster Linie geprägt sind durch niedrigere Gewinne, starkes Wachstum des Unternehmens, damit starke Kursfantasie und natürlich dann weniger Dividende. Und auf der anderen Seite die substanzstarken Werte, die dann eher stabiles Ergebnis abliefern und meistens ja dann auch gute und sehr gute Dividendenrenditen haben. Gibt es da aus deiner Sicht jetzt einen Favoriten oder sind dann beide miteinander gut zu mischen? Wo seht ihr da die Richtung hingehen? Nee, super Frage und das beschäftigt uns ja auch. Und ich hatte ja gesagt, dass sagen wir mal, diese regionale Wetten eher den Hintergrund gehen und wir uns auf diese Sachen fokussieren, was du gerade genannt hast. Wir sehen wirklich, dass diese Dekade des Technologiewachstums zu Ende geht. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das Wachstum, aber eher die Bewertung und die Attraktivität von diesen Unternehmen als Investment. Heißt aber nicht, dass die Unternehmen an sich schlecht sind, also das in keiner Art und Weise. Was hier mal dargestellt ist in der Grafik ist, gut, dass eine Wachstumsaktie kann ja auch mal eine Value-Aktie werden. Kann auch eine Value-Aktie, ich meine eine Apple oder ist mittlerweile auch eine Dividendenaktie, ja, also zum Teil, ja, also trotz einer entsprechenden Bewertung. Nee, was hier mal dargestellt ist, ist die Bewertung, also auch wieder das Kurs-Gewinn-Verhältnis einmal von sogenannten Growth, also Wachstumsaktien im Vergleich zu Value-Aktien. Value immer assoziiert oft mit Warren Buffett, der sicherlich schmerzhafte oder herausfordernde Zeiten auch in den letzten zumindest Jahrzehnt hatte oder vielleicht seit 2008, würde ich sagen, wo die ja eher mal underperformed haben. Und da sieht man, dass es eine starke Korrektur schon mal gab, also vom Bewertungsniveau von 39, was sicherlich ein extremes KGV auch ist, auf 24 zurück. Und im relativen Vergleich, da sieht man unten mal in der grau schattierten Darstellung, ist das natürlich sozusagen diese Bewertungsdifferenz zurückgekommen und sie war sicherlich extrem gewesen. Das ist das eine. Du hast gefragt, was favorisieren wir oder worauf spezialisieren wir uns aktuell? Das ist eher so eine Mischung aus, sagen wir mal, Dividende, Qualität und solides Wachstum. Also jetzt nicht sofort exponentielles Wachstum. Natürlich gucken wir uns auch das eine oder andere Unternehmen an, was langfristig auch exponentielles Wachstum hat. Aber sagen wir mal, so im Kernportfolio ist der Fokus schon auf, in Fachsprache sagt man Quality Growth, also Qualitätswachstum, auch mit Fokus auf Unternehmen, die in der Lage sind, auch eine Dividende auszuzahlen. Ja, dann lass uns doch die Dividende auch nochmal anschauen. Ich habe schon mal gespickt, dass ihr die Dividende auch als Grafik mit reingenommen habt. Weil das ist natürlich auch klar, für jemanden, der grundsätzlich eher anleihebezogen denkt, ist die Dividendenrendite ja dann auch, gerade wenn man auch gerne Ausschüttungen hat, aus welchen Gründen auch immer, ja dann auch ein sehr relevantes Thema und Instrument. Ja, wie sieht es da aus? Da müssen ja auch die Europäer eigentlich die Nasenspitze vorne haben, oder? Ja, das ist in der Tat so. Gerade wenn man das mal regional vergleicht, hat auch wieder mit diesem, sagen wir mal, der Struktur des Marktes zu tun. Der US-Markt ist natürlich eher wachstumsbasiert und auch viele Anleger dort sind jetzt nicht so Dividendenanleger. Das ist eher Europa der Stil, also hängt auch mit den Firmen zusammen.
Aber was man hier mal sieht, ist die Wertentwicklung des US-Aktienmarktes in Prozent, die 4 Jahres-Durchschnitts sozusagen Entwicklung und rechts der europäische Markt dargestellt. Und da sieht man, sagen wir mal, den großen Unterschied, jetzt mal unabhängig von der Gesamtentwicklung, dass die, sagen wir mal, Dividendenrendite oder der Beitrag der Dividendenrendite zur Gesamtperformance in Europa konsistenter hoch ist und in der Region so, sag ich mal, zwischen ja, 3 bis 4%. Und das ist sicherlich auch ein Grund, wieso Europa jetzt, also durch diesen Switch in dem Investmentstil, ja, insbesondere zweite Hälfte letzten Jahres und jetzt Anfang des Jahres so gut performt hat. Stichwort nochmal letztes Jahr. Ein Thema haben wir bisher so ein bisschen ausgeklammert. Ich würde mal sagen, das war an den Kapitalmärkten das Wort des Jahres 22. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird das noch irgendjemand erheben. Aber ich denke mal, das Wort Inflation hat definitiv oder ist nah dran am Titel für das Jahr 22 und hat natürlich eine Renaissance erlebt, die wir uns so wahrscheinlich alle nicht mehr hätten vorstellen können. Und Inflation ist ja im langfristigen Denken der Deutschen ja eine der Angstquellen schlechthin. Ja, also Inflation ist für uns Deutsche ja nun mal ein ganz besonderes, auch negativ belegtes Thema. Aber eine wesentliche Anlageklasse, die eigentlich die Leitwährung für die Inflation ist, nämlich das Gold, hat ja in 22 gar nicht performt. Wie ist da euer Blick in 23? Nee, das hat überhaupt nicht performt und du hast gesagt, das Stichwort Inflation. Ich würde im Übrigen sagen, dass das Unwort des Jahres die IRA wird, der Inflation Reduction Act, den Biden sozusagen ins Leben gerufen hat, aber das hat noch zusätzliche Gründe. Ja, also wir haben einen Zusammenhang zwischen Gold und Realzinsen und der ist im Prinzip invers. Also wenn wir steigende Realzinsen und jetzt ganz wichtig, das sind nicht sozusagen in dem Fall Nominalzinsen, also das, was man als Zins sozusagen sieht, als Zahl, minus die sozusagen Inflation, die man sieht, sondern die Inflationserwartungen. Ja. Und die sind entgegen dem, was viele gedacht haben, eigentlich gestiegen. Ja. Und das bedeutet dann, dass der Goldpreis im Prinzip fällt. Wir sehen das hier mal in der linken Grafik und da gibt es auch einen starken Zusammenhang und genau das war der Fall gewesen. Ne? Ganz wichtig, das sind Nominalzinsen minus Inflationserwartungen, nicht die wirklichen Inflationen da. Also da ist der Zusammenhang da. Der andere Effekt ist sicherlich, hat damit zu tun mit einem der stärksten Währungen. Stärkerer Dollar ist oftmals mit einem schwächeren Goldpreis korreliert und auch das war im letzten Jahr der Fall und da sieht man auch im letzten Schwung, wo das so wieder zurückgekommen ist, also der Dollar wieder schwächer wurde, der Euro aufgewertet hatte, dass dann Goldpreis so diese Recovery schon wieder angefangen hat. Wir sehen Gold in 2023 durchaus als sehr ja, attraktiv an und nutzen das dann auch unseren Strategien, um da, sagen wir mal, größere Positionen entsprechend aufzubauen. Okay. Gut, dann erinnere ich mich jetzt gerade nochmal an deine Folie von eben mit den Innovationszyklen. Jetzt hast du ja die künstliche Intelligenz angesprochen. Der dritte Punkt in der Aufzählung der drei Favoriten war ja das Thema Klimatechnologie. Und jetzt haben wir auch gesagt, wir sind am Beginn einer neuen Ära des Investierens und ihr habt jetzt mal diese Phase, vielleicht mit den nächsten 20, 25 Jahren prognostiziert als Zeitrahmen. Aber kann ich denn auch im Jahr 23 schon in das Thema Klima investieren? Und wenn ja, wie mache ich das als Privatanleger? Also Klimatechnologie ist ein Riesenthema. Werden wir auch noch anderweitig sozusagen uns mit dem Thema nochmal beschäftigen. Bill Gates hat ja auch gesagt, also der größte Beitrag, sage ich mal, zum Klimawandel ist wirklich Klimatechnologie. Gibt neben der reinen Klimatechnologie noch einen anderen sozusagen Markt oder ein anderes Marktvehikel. Das ist der sogenannte CO2-Markt. Da gibt es zwei verschiedene. Das eine ist der sogenannte Compliance, also der verpflichtende Markt. Unternehmen, die jetzt ausstoßen, müssen ja
Wir kriegen eine bestimmte Grenze, also eine Maximalgrenze, die sie einhalten müssen. Und wenn sie es nicht einhalten, können sie sich zum Teil freikaufen, wenn man so will, und CO2-Zertifikate erwerben. Es gibt darüber hinaus noch einen freiwilligen Markt, den Voluntary Carbon Markt. Der funktioniert so, dass man in Naturprojekte investiert, Wald, Mangroven, Wälder etc. Und da mit dem Erhalt zu beiträgt und auch CO2-Credits entsprechend bekommt. Wir haben ja hier die Entwicklung des Marktvolumens im freiwilligen Markt dargestellt. Das ist eine signifikante Veränderung und wo wir über exponentielle Veränderungen sprechen. Also hier sieht man wieder mal eine. Und zum anderen auf der rechten Seite die Preisentwicklung für sogenannte Futures für den Handel von CO2-Zertifikaten. Wir wollen jetzt nicht sagen, sofort reingehen und so weiter. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht einfach nur mal um zu sehen. Ich sehe das eher im langfristigen Kontext. Der Preis, der faire Preis, der langfristig sozusagen auch hier angepeilt wird, ist eher mal so in der Region von 150 Euro pro CO2-Tonne. Da sind wir noch von entfernt. Wir sind jetzt auch noch mal runtergegangen. Das ist was, was durchaus interessant ist, wo Sie aber sicherlich, sage ich mal, auch einen professionellen Investor brauchen, um Ihnen da zur Seite zu stehen und da auch keine Fehler zu begehen, weil da gibt es viele Marktinstrumente und nicht jedes davon ist sinnvoll, sagen wir mal so. Gut, also man muss es wahrscheinlich, wie eben mit Gold als Beispiel aufgeführt, einfach als eigene Anlageklasse begreifen, die dann im Prinzip auch in ein professionelles Portfolio mit dazugehört, in der gebotenen Form und natürlich auch in der gebotenen Menge. Aber wenn ich jetzt sozusagen dann euren Ausblick 23 kurz nochmal umreiße, dann klar, der Zins ist zurück. Also ihr präferiert dann auch natürlich wieder einen relevanteren Anteil im Anleihesegment in den gezeigten Opportunitäten, die du aufgezeigt hast. Bei den Aktien habe ich klar rausgehört, eher doch klarer Fokus wieder auf die Substanzwerte, ohne die Wachstumsaktien aus dem Blick zu verlieren. Dividende wird wieder ein Thema, Gold gehört in ein Portfolio und die Klimathemen sind einfach professionell auch anzuschauen und sukzessive dann, ich sage jetzt mal, beizumischen. Dann würde ich sagen, schließen wir damit den Ausblick mal ab, individuell, das haben wir ja zu Beginn gesagt, das dürfen Sie heute nicht von uns erwarten, es gibt kein Musterportfolio, weil das ist unsere Grundüberzeugung, dass das mit jedem individuell zu besprechen ist, deswegen würden wir Sie da an Ihre Beraterin oder Ihren Berater dann auch verweisen, aber wir haben ja zu Beginn gesagt, ein Special haben wir noch für Sie vorbereitet und das ist der sogenannte Compounding-Effekt. Bevor Christian nochmal erklären wird, was das denn genau ist, habe ich eine Frage an Sie, wenn wir vielleicht einen Slide nochmal weiterblättern. Angenommen, ich biete Ihnen jetzt an, das ist jetzt natürlich nur eine rhetorische Frage, ich werde die Antwort dann nach den Ausführungen von Christian auch selbst liefern, aber nehmen Sie die Frage mal mit. Ich biete Ihnen jetzt an, 3 Millionen Euro sofort lege ich jetzt auf den Tisch oder ich biete Ihnen an, dass ich einen Geldbetrag, der mit einem Cent startet, 31 Tage lang jeden Tag verdopple. Für welche der beiden Varianten würden Sie sich jetzt sofort entscheiden, wenn Sie nur eine Sekunde Zeit zum Überlegen hätten? Sie haben jetzt ein bisschen länger Zeit. Christian, jetzt deine Beispiele zum Compounding-Effekt. Absolut richtig und ein frappierendes sozusagen Phänomen, kann man sagen. Wir haben den Compounding-Effekt ja im Übrigen auch oder dieses exponentielle Wachstum mit der Pandemie erlebt. Und ich muss selber sagen, ich habe da viele Sachen nachgerechnet, aber das Gehirn, selbst wenn man Mathe versteht und so weiter, ist eigentlich nicht in der Lage, das wirklich nachzuvollziehen. Also man kann es rechnen, aber es ist schwer nachzuvollziehen. Und ich fange mal mit einem Beispiel an, was in der nächsten Grafik auf der rechten Seite ist und dann gehen wir mal in den Finanzmarkt wieder rüber. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Blatt Papier, was ungefähr eine Stärke, Papierstärke von 0,1 Millimeter hat.
Wie oft müssen Sie das falten, damit Sie die Entfernung von hier bis zum Mond, also von der Erde bis zum Mond, überbrücken? Und das ist frappierender und erstaunlicherweise korrekt, dass nur 42 Mal falten ist. Also mit 42 Mal falten sind Sie auf dem Mond angelangt. Jetzt versuchen Sie es nicht. In der Regel ist es nach 7 Mal, wird es ein bisschen schwer mit so einem kleinen Blatt Papier. Da müssen Sie schon unendlich Langes haben. Aber es ist in der Tat richtig und Sie können es auch gerne mal nachrechnen. Ein anderes gutes Beispiel ist Warren Buffett, und jetzt mal unabhängig von seinem Investitionsstil, der ja, sagen wir, stark in Value-Aktien auch investiert hat. Warren Buffett ist mittlerweile 92 Jahre alt, also Jahrgang 1930. Und was frappierend ist, ist gar nicht sein aktuelles Gesamtvermögen mit über 110 Milliarden Dollar, US-Dollar, sondern die Tatsache, dass 99% seines Vermögens nach dem 50. Geburtstag er sozusagen entstanden sind, wenn man so will, also durch seine Investmentstrategie, durch seine Firma Berkshire Hathaway, und 97% nach 65 Jahren. Kann man sagen, wenn man ein bisschen älter ist, ich habe ja noch Zeit. Aber es ist wirklich eine erstaunliche Zahl, und die geht darauf zurück, dass man wirklich diesen Compounding-Effekt hat. Also der hat sehr früh angefangen, im Alter von 14 Jahren hatte dann mit 47 schon 67 Millionen und war dann mit 56 auf 1,4 Milliarden. Hätte auch aufhören können, hat aber weitergemacht, konsistent, und es liegt jetzt bei 110 Milliarden. Ist ja, wie wir alle wissen, guter Freund von Bill Gates. Die haben ihr Geld auch zusammengelegt in der Stiftung, tun was Gutes, aber wirklich erstaunliches Phänomen. Sehr gut, dann kann ich jetzt meine Auflösung geben. Also wenn Sie sich für die 3 Millionen entschieden hätten, klar hätten Sie 3 Millionen, ist eine Menge Geld. Wenn Sie sich für die andere Variante entschieden hätten, müsste ich Ihnen jetzt 10,7 Millionen Euro überweisen. Das heißt, diese 31 Tage Verdopplung mit einem Cent beginnend, auch das können Sie gerne nachrechnen, ist genauso ein schönes Beispiel wie die Reise zum Mond, hätte dann 10,7 Millionen Euro gebracht. Warum haben wir Ihnen das gezeigt? Komme ich gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Davor würde ich Ihnen jetzt nochmal eine kleine, ja, logistische einen kleinen logistischen Ausblick geben, wie wir jetzt weitermachen. Nicht zuletzt will ich aber natürlich vorher auch nochmal sagen, oder zum Abschluss jetzt dieses Compounding-Themas, diesen Fokus auf die langfristige Perspektive haben natürlich nicht zuletzt auch unsere Eigentümer. Das heißt, für den Investor stellt sich immer die Frage, blicke ich jetzt auf Tage, bin ich tagesbezogen unterwegs an den Kapitalmärkten, oder bin ich bereit, wirklich in diese langfristige Perspektive zu wechseln? Und deswegen haben wir Ihnen da auch als kleinen Anreiz diesen Compounding-Effekt jetzt nochmal mitgebracht. Das ist natürlich schwer, das ist nicht einfach, gerade wenn es um diese Beharrlichkeit geht, die dazu notwendig ist, weil am Ende ist Compounding Veränderung in vielen kleinen Schritten plus Zeit plus Beharrlichkeit. Und die meisten scheitern eben an der Beharrlichkeit. Aber wir unterstützen Sie dabei nach besten Kräften, und aber am Ende kann das natürlich nur jeder für sich dann entscheiden, ob und inwieweit er das durchhält, gerade in der Anlage. Ja, ich hoffe, unser kleiner Dialog zum Ausblick 2023 hat Ihnen gefallen. Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit, uns dann, wie eingangs gesagt, ein Feedback zu geben. Offen gebliebene Fragen würden wir dann gerne im Nachgang noch an Sie zurückspielen, wenn Sie uns entweder über dialog@castell-bank.de Ihre Frage zukommen lassen. Und Sie erhalten, wie eingangs versprochen, die Präsentation und auch diese Aufzeichnung, wenn Sie uns Ihr Feedback geben. Das ist sozusagen die kleine Aufgabe, die wir damit verbinden. Ein Spaß. Sie können das natürlich auch sonst über Ihren Berater sich nochmal zusenden lassen. Und wir würden uns natürlich trotzdem sehr, sehr freuen, wenn Sie uns ein Feedback zu diesem Format
geben. Das hilft uns, in Zukunft besser zu werden. Wir haben mal was Neues ausprobiert, hoffen natürlich, dass es Ihnen gefallen hat, nehmen aber auch Kritik gerne entgegen und wollen in Zukunft uns weiter verbessern. Dabei können Sie uns helfen. Deswegen ist Ihre Meinung uns wichtig. Und Sie können jetzt entweder über den Chat diesen Link anklicken, der hier eingeblendet wird in dem kleinen Fenster, oder mit Ihrem Mobiltelefon diesen QR-Code abscannen über die Foto-App-Funktion, um dann auf die Seite mit dem Easy Feedback zu gelangen. Ja, dann kommen wir schon zum Schluss. Christian, ich darf mich bei dir für die Ausführung natürlich ganz herzlich bedanken. Und ja, gestört wird dieser Compounding-Effekt heutzutage eigentlich durch die Medien und Digitalwelt, die ja so ein bisschen diese Ein-Klick-Welt geschaffen hat, nach dem Motto, mach einen Klick, mach Daumen hoch und alles ist gut. Das funktioniert bei der Geldanlage eben nicht und hat damit natürlich so ein bisschen das Verhalten dahin gebracht, dass man eben in dieser Schnelligkeit und Geschwindigkeit denkt. Und das ist jetzt der wesentliche Unterschied in der Geldanlage, weil hier wird dann derjenige belohnt, der eben sich wirklich für diese Beharrlichkeit und Langfristigkeit dann auch entscheidet. Und auch das ist etwas, was man wunderbar zeigen kann. Es gibt wenige Tage im Jahr, da sollte man vielleicht nicht an den Kapitalmärkten investiert sein. Und es gibt aber genauso gut auch wenige Tage, da muss man investiert sein. Und das auszutarieren schafft kein Profi, schafft niemand auf der Welt. Und deswegen ist auch so wichtig, in dieser Langfristigkeit zu investieren. Wir hoffen, wie gesagt, das Ganze hat Ihnen heute gefallen, hat Ihnen die eine oder andere Erkenntnis für Ihr Anlageverhalten gebracht. Wir wünschen Ihnen natürlich jetzt ein super erfolgreiches Kapitalmarktjahr 2023 und bleiben Sie beharrlich bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Vielen Dank von Christian Hille und Thomas Rosenfeld und natürlich von der Fürstlich-Castellschen Bank. Machen Sie es gut. Danke, Thomas. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.